In der Automobilindustrie ist es schwer, Trends vorauszusehen, was Kunden denn tatsächlich wollen. Doch ab und an haben Entwickler und Manager durchaus ein goldenes Händchen. Und hier steht so ein goldenes Händchen in Form des Renault Captur. Denn passend auch zum orangenen Lack, den wir hier haben, der Renault Captur, so wie er hier steht, ist bereits die zweite Generation des Crossover SUVs auf Basis des Renault Clio. Und 2013 hatte Renault den Captur der ersten Generation eingeführt und hat ihn überaus erfolgreich verkauft. Er zählt aktuell zu den erfolgreichsten 3 Modellen im Renault-Portfolio und verkauft sich vor allem hierzulande richtig, richtig gut. Woran liegt es denn? Naja, ganz klar, er war mit der Begründer dieser Klasse und hat die meisten Kunden gleich auf diesen Trend hingebracht. Höher sitzen, kompakte Abmessungen, Variabilität und trendiges Auftreten und so ein bisschen Offroad-Charakter. Also das sind so die typischen Merkmale, die solch ein Fahrzeug oder respektive den Renault Captur kennzeichnen. Und wenn wir uns jetzt heute dem Renault Captur der zweiten Generation widmen, so werden wir uns den Wagen natürlich jetzt optisch außen ein wenig anschauen. Wir schauen uns die Platzverhältnisse im Kofferraum an. Was kann ich als Familienvater da hinten einladen? Wie schaut es aus im Fond? Kann ich meine Kindersitze unterbringen? Wie werden die Kindersitze gesichert? Wie sitzen die Kinder? Und natürlich vorne die Platzverhältnisse. Wie sitze ich als Papa, als Fahrer der Familie im Renault Captur? Und wir schauen uns an, wie fährt sich der Renault Captur? Denn hier unter der Haube haben wir einen kleinen 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner, der ja auch bei vielen anderen Herstellern mittlerweile gang und gäbe ist. Wie hat Renault das Ganze gelöst? Auch die Frage werden wir klären. Dann gibt es natürlich noch den Innenraumcheck und den Fahrbericht sowie zum Schluss ein Fazit und eine eventuelle Kaufempfehlung. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt. Wenn ihr den Kanal noch gar nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt kostenlos tun. Wo gibt es heutzutage schon was kostenlos? Hier bei UBI Tested auf YouTube bekommt ihr frische Fahrzeuge, eine ehrliche Einkaufseinschätzung des Fahrzeuges und natürlich auch als Familienvater wirklich eine ehrliche Kaufempfehlung oder aber eben keine Kaufempfehlung. Jetzt freue ich mich, wenn ihr dran bleibt. Liked das Video, teilt es sehr gerne und vor allem kommentiert das Video. Denn hier bei UBI Tested ist es wichtig, was ihr da draußen denkt, was ihr zum Fahrzeug sagt, was ihr mir mit auf den Weg geben wollt. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich. Und jetzt viel Spaß mit dem Renault Captur TCE 100 Experience. Viel Spaß. Der Renault Captur steht hier vor der Kamera. Ich freue mich überhaupt, dass wir wieder ein Renault-Modell vorstellen können und dürfen. Wir haben hier das typische Renault-Zeichen, sind diese sichelförmigen oder C-förmigen Scheinwerfer. Dieses Design greifen wir anschließend auch am Heck auf. Wie wir sehen, hat der Renault Captur auch so diese typischen SUV-Merkmale. Wir haben einen silbernen Unterfahrschutz. Der Chromkühlergrill hier ist breit
Und was sehr schön ist, dass diese Chromleiste hier verbindet tatsächlich die Scheinwerfer auch miteinander. Das ist hübsch gemacht. Ich finde, er wirkt auch sehr frisch und dieses Design der Leuchten hier mit LED-Tagfahrlicht und Voll-LED-Scheinwerfern, das macht schon ordentlich was her. Wir haben hier eine typische, trendige Zwei-Farben-Lackierung. Dieses Orange, ich muss zugeben, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber ich schreibe es euch jetzt mal unten hin. Takalama Orange, glaube ich, oder so ähnlich. Sehr, sehr hübsch finde ich persönlich auch diese schwarze Bogen. Wir sehen, das Fahrzeug wirkt auch wirklich optisch erhöht. Ja? Also als ob man wirklich auch eine deutliche Bodenfreiheit hat. Die ist ganz ordentlich. Die 17 Zoll Räder wirken fast wie so kleine 15 oder 16 Zoll Räder hier in diesen riesen Radkästen. Wir haben sehr kurze Überhänge vorne und hinten, wie wir sehen. Übrigens, im Gegensatz zum Vorgängermodell ist der Renault Captur um 10 cm tatsächlich länger geworden. Vorher hatten wir 4,12 m, jetzt sind es 4,23 m. Da sind Rundungstoleranzen dabei. Am Heck sehen wir auch wieder sehr schön dieses C oder diese sichelförmigen Rückleuchten, die sich weit in den Kofferraumdeckel reinfügen und geteilt sind. Das finde ich sehr attraktiv, auch voll LED hier ausgearbeitet. Der Schriftzug hier in der Mitte und der Rhombus, das Markenlogo von Renault, sehr präsent auf dem Heckdeckel. Auch hier wieder silberner Unterfahrschutz für den Offroad-Look und für den Offroad-Charakter. Wir haben eine Heckscheibe, die ausreichend groß ist für gute Rundumsicht. Und jetzt schauen wir einfach mal, was sich hinter der Kofferraumklappe verbirgt. In den normalen Kofferraum passt nicht nur meine Reisetasche, sondern 422 Liter Stauraumvolumen. Wir haben einen doppelten Laderaumboden, den wir auch einfach nach rausnehmen können oder eben nach ganz unten legen können. Wir haben dann tatsächlich eine Laderaumbreite von 102 cm im oberen Bereich. Wenn wir den Ladeboden nach unten nehmen, dann verjüngt sich das Ganze ein bisschen. Dann haben wir lediglich noch 96 cm Breite. Ein Laderaumtiefe übrigens von 66 cm. Die Höhe variiert zwischen 40 und 61 cm. Wenn wir die Rückbank im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umlegen, dann kommen wir auf das maximale Stauraumvolumen von knapp 1300 Liter. Wir können die Rückbank um knapp 20 cm in der Länge nach vorne schieben, leider aber nur komplett am Stück. Schön wäre es, wenn es auch noch zweigeteilt wäre, aber wir haben hier jedenfalls jede Menge Stauraumvolumen. Einen Kinderwagen bringt ihr hier ohne Probleme unter. Es gibt ansonsten noch zusätzlich zwei Taschenhaken. Der Fond des Renault Captur ist für viele da draußen sicherlich sehr interessant. Was bekomme ich denn hier unter? Vor allem Kindersitze. Kindersitze haben wir auf den Außenpositionen Isofix, die hinter einem Reißverschluss versteckt sind. Das ist ganz gut zugänglich. Da ist ein Schaumstoff, der ist ausgeschnitten ordentlich. Da passen die Kindersitze gut rein. Reboarder-Kindersitze kriegt ihr auch rein. Top-Teeter haben wir auch an den Außenpositionen, sowie Isofix auf dem Beifahrersitz inklusive Top-Teeter. Dafür großer Daumen nach oben. Das ist für die Familienfreundlichkeit sehr, sehr positiv. Was mir sehr gut auffällt, ist die Beinfreiheit hier im Fond. Also ich bin jetzt mit 1,78 und einer guten Körperfülle ausgestattet und ich sitze hier sehr ordentlich. Also Kopffreiheit ist überhaupt kein Thema. Kniefreiheit, ja, steht so ein bisschen hier an diesem sehr weichen Stoff an, aber die sind ein bisschen ausgeformt, also ich passe da ganz gut hin. Die Füße kann ich weit unter den Vordersitz strecken. Neben mir würde ich jetzt nicht unbedingt eine dritte Person noch haben wollen, außer vielleicht das Kind. In der Mittelkonsole haben wir leider keine USB-Anschlüsse, sondern lediglich einen 12-Volt-Anschluss. Und das ist, finde ich, schon mal sehr wichtig. Wir haben hier Luftausströmer, die wir auch ein bisschen einstellen können. Das ist für die Vorklimatisierung sehr förderlich. Schade für Kinder, wir haben keine Sonnenschutzrollos und die Sonnenschutzverglasung könnte auch etwas dunkler sein für meinen Tick. Ja. Aber nichtsdestotrotz, hier Haltegriffe sind vorhanden. Die Rückbank ist ja nur komplett nach vorne verschiebbar. Kann man machen, aber dann sitzt man natürlich wieder Affe auf dem Schleifstein. Jetzt würde ich sagen,
Bevor ich hier wieder Affe auf dem Schleifstein sitze, schaue ich nach vorne, wie der Fahrer vorne sitzt. Nehmen wir Platz hier auf der Fahrerseite. Und hier sitze ich hinter einem schönen Dreispeichen-Lederlenkrad, was ich euch gleich erkläre. Die Sitze sind angenehm gepolstert, bieten auch eine schöne Konturierung. Das heißt also, wir sitzen sehr angenehm, haben ein bisschen Seitenhalt, sie sind sehr weich gepolstert. Das ist hinderlich vielleicht für den einen oder anderen Fahrdynamiker unter euch. Denke aber, dass das Fahrzeug jetzt nicht unbedingt den Dynamikanspruch an sich beherbergt. So würde ich sagen, passt es insgesamt sehr gut. Auch die Schenkelauflage ist ausreichend für mich mit meinen 1,78. Kopffreiheit dank fehlendem Glasdach ist hier auch gar kein Problem. Würde einfach mal sagen, hier sitzt es sich angenehm. Ich habe aber keine Lordosenstütze. Deswegen, das wäre noch so der einzige kleine Punkt, den ich doch gerne hätte, wenn ich mir was wünschen dürfte. Jetzt schauen wir uns aber den Innenraum erst einmal an. Blicken wir jetzt einfach mal auf diesen Armaturenträger. Renault hat sich hier ja durchaus wirklich schön weiterentwickelt. Also wir haben hier klassische Elemente, die wir sonst so von Renault auch ganz gut kennen. Wir haben analoges Kombi-Instrument mit gut ablesbarer Instrumentierung. In der Mitte einen Bordcomputer, der auch sehr übersichtlich ist, bietet große Zahlen und jetzt auch keine Komplexität. Wir haben die Telefoneinstellung hier noch. Und auf der linken Seite ist lediglich dann der Tempomat bzw. Limiter untergebracht. Wir haben auf der linken Seite noch unsere Fahrassistenzsysteme. Da haben wir den Lane Assist. Wir haben die Helligkeitsverstellung für die Instrumentierung, die Leuchthöhenverstellung und der Blindtaster ist dann für eine nicht vorhandene Sitzheizung, Lenkradheizung. Schauen wir wieder jetzt hier in den rüber. Dann das Lenkrad übrigens noch kurz, so viel sei noch angesagt. Wir haben hier eine leichte Abflachung hier oben drin und eine leichte Abflachung hier unten. Das ist eigentlich ganz interessant. Merkt man dann erst, wenn man so oben über diesen Lenkkranz einmal rumgeht mit diesem Kunstleder. Das ist durchaus haptisch auch ansprechend. Mittelkonsole. Ausströmer haben wir hier, die Luftausströmer überall sehr gut untergebracht. Die sind auch effektiv. Start-Stopp-Knopf haben wir hier. Und jetzt haben wir hier das neue AirLink 3-System. Und genau da besteht jetzt der Hauptpunkt. Und da muss ich sagen, endlich Renault, ihr seid angekommen, da wo ihr auch jetzt sein solltet. Das Mediasystem mit diesem schönen Homescreen, der gefällt mir sehr gut. Die Navigationsansicht ist auch schön, das Kartenmaterial ist ordentlich aufgearbeitet. Wie wir sehen, zum Beispiel solche Online-Informationen wie der Preis für den Liter Kraftstoff ist hier inklusive Telefondirektwahl und Mediawahl. Wir können das aber auch entsprechend uns dann noch zusammenstellen, wie wir das denn haben möchten. Finde ich einfach eine schöne Ansicht, kann man nicht meckern. Menüs, na gut, das schaut jetzt schon sehr, sehr einfach gehalten aus. Das könnte man farblich schöner darstellen, aber ich denke, für die meisten reicht es. Und da wir hier nur das kleine Mediasystem mit dem 7-Zoll-Schirm haben, würde ich mal sagen, ist das ganz gut. Es gibt dann noch zwei weitere Ausbaustufen. Die bauen dann hier einfach nur in die Höhe, also nicht in die Breite, sondern Renault geht einfach in die Höhe mit dem 10-Zoll-Display. Ich persönlich finde, das ist aber gerade die richtige Größe, weil es hier oben so schön bündig mit dem Armaturenträger abschließt. Darunter haben wir dann eine Zierleiste, da haben wir die Sitzheizung, die zweistufig ist, die Start-Stopp-Variante, die Eco-Taste, die man garantiert in diesem Antrieb nicht benötigt, die Warnblinkanlage, die persönlich würde ich mir vielleicht noch ein bisschen größer wünschen, dass man da noch mal schneller drauf kommt im Notfall. Das ist die Zentralverriegelung. Dann haben wir hier noch Blindtasten. Hier runter sehen wir übrigens tatsächlich die Klimaautomatik. Das Klimabedienteil wird ja so auch im Renault Clio bzw. jetzt auch im Dacia Duster eingesetzt. Darunter haben wir dann zwei USB-A-Anschlüsse, die für Apple CarPlay und Android Auto sind. Wir haben noch einen AUX-Anschluss sowie eine 12-Volt-Buchse. Darunter eine gummierte Einlage für das Smartphone unter anderem. Es wird aber leider nicht induktiv geladen. Der Schaltknauf, der liegt sehr, sehr hoch. Das muss man sagen, kommt einem so ein bisschen vor wie so ein LKW-Fahrer, wenn man da einen riesigen Schalthebel hat und dann auch, weil er sehr hoch ist, da die Gänge sortiert in dem 5-Gang-Schaltgetriebe. Dann haben wir noch ein
kleines Handschuhfach. Das ist ganz ordentlich, da geht es in die Tiefe. Interessant ist tatsächlich, dass dieser Deckel hier sanft nach unten geht. Also da gibt es keine kaputten Knie. Das Ganze hier, das ist tatsächlich dann auch ordentlich, ja, ein bisschen härter. Das kann man aber wunderbar abwaschen, wenn die Kinder da mit ihren Füßen dran kommen. Insgesamt die Materialien sehr gut. Wir haben hier aufgeschäumte Kunststoffe, hier einen festen Kunststoff, eine Kunststoffleiste. Die schaut gut aus. Das hier hinten ist auch Hartplastik. Die Mittelkonsole ist sauber verarbeitet. Der Schlüssel von unserem Renault Captur ist hier tatsächlich einfach nur diese Chipkarte. Die Karte, ich finde sie ganz cool, die kann man ganz lässig einstecken und ist auch tatsächlich für den schlüssellosen Zugang gedacht. Zwei Cupholder haben wir noch und eine Mittelarmlehne, die tatsächlich verschiebbar ist, aber nicht zu öffnen. Ja, ich würde mal sagen, das ist der Innenraum in Kürze. Und jetzt schauen wir nochmal, was da vorne unter der Motorhaube sich tut. Schauen wir unter die Haube des Renault Captur TCE 100. Jetzt schauen wir, ob wir auch wirklich die Haube aufkriegen. Ja, ich habe ihn gefunden, den Hebel. So, eine durchaus leichte Motorhaube, dafür, dass sie tatsächlich aus Stahl ist und nicht aus Aluminium. Was ich euch zeigen möchte, wir haben hier eine Stabkonstruktion, die das Ganze hält. Allerdings mit zwei Clipsen. Witzigerweise, ein Clips ist mir schon abgehauen. Das ist nicht sonderlich gut gemacht, liebe Renault-Leute. Da würde ich mir was wünschen, was irgendwie ein bisschen stabiler ist als diese Klipse, die hier doch ein bisschen weich sind. So, dann machen wir mal das Ganze auf hier. Unter der Haube, was steckt denn hier drinnen? 1 Liter Dreizylinder Turbo-Benziner, 100 PS stark, 160 Newtonmeter Drehmoment im Maximum, reicht für 13,3 Sekunden auf Tempo 100 aus dem Stand und 173 Stundenkilometer Topspeed. Auf dem Papier klingt das Ganze durchaus nicht sonderlich prickelnd. In der Praxis fährt sich der Wagen aber dank rund 1,3 Tonnen Leergewicht durchaus angenehm und, naja, spritzig würde ich jetzt nicht sagen, aber leichtfüßig, dreht das Triebwerk hoch, hat genügend Kraft. Untenrum fehlt es ihm natürlich ein bisschen, da ist er so unter 2000 Umdrehungen mau, da läuft er auch ein bisschen, naja, mit stärkeren Vibrationen, würde ich mal sagen. Aber ansonsten geht er sehr schnell in den Hintergrund akustisch, auch wenn man ihn dann auf höheren Geschwindigkeiten fährt. Auf der Autobahn, Tacho 190 waren hier ohne Probleme machbar. Und da reden wir jetzt nicht mit Rückenwind und steil bergab. Nee, also auf der Ebene sind wir knapp 190 mit Tacho gefahren. Das ist ganz ordentlich. Hier, wenn man so in den Motorraum reinschaut, da sehen wir natürlich, das ist jetzt nicht unbedingt hier sonderlich hübsch. Da sind viele Kabel. Wir haben jetzt hier aber auch keine Plastikabdeckung, die wir sonst von anderen Herstellern kennen. Alles gut aufgeräumt. Ein bisschen komisch erst einmal ist tatsächlich der Ölpeilstab, den wir hier haben, der durchaus etwas komisch geführt ist. Also hier das Öl ablesen zu müssen, naja, das würde ich jetzt mal sagen, könnte durchaus etwas komplizierter sein. Die Frage ist nur, wie oft kontrolliert ihr denn da draußen das Öl? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, würde mich jetzt auch mal interessieren. Jetzt würde ich sagen, machen wir die Klappe zu und wir fahren. Ich fahre mit dem Renault Captur TCE 100, hier ja in der Experience-Variante. Das heißt, es ist die zweite Ausstattungslinie, die zur Verfügung steht. Und hier haben wir jetzt nicht so viele Assistenzsysteme an Bord. Was hier verbaut ist, ist ein Spurhalteassistent, der auch aktiv in die Lenkung eingreift. Das macht er sehr zuverlässig. Wir haben auch einen Frontkollisionswarner und einen Notbremsassistent an Bord, der, denke ich, auch gut funktioniert. Ich habe es jetzt nicht darauf angelegt. Des Weiteren an Assistenzen haben wir jetzt hier nicht viel. Wir haben noch eine Einparkhilfe, akustischer Natur. Optisch, weil als Rückfahrkamera gibt es jetzt eine, die ist optional, die ist hier nicht verbaut. Benötigt man jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Vermissen tue ich sie dennoch, wenn man oft ein Auto mit Rückfahrkamera gefahren ist, dann würde man sich die sicherlich durchaus noch hier rein konfigurieren. Ansonsten Fahrverhalten sehr komfortabel.
benötigte Straffheit dann, wenn ich sie haben möchte, auf der Autobahn oder auf kurvigem Geläuf. Die Lenkung direkt, aber nicht sonderlich viel Rückmeldung von der Straße, auch sehr leichtgängig, was wiederum für so ein Crossover in Ordnung ist, denn das wird ja überwiegend in der Stadt bewegt und da fühlt sich auch der Captur sehr wohl, wenn man ihn denn dann bewegt. Einziger Nachteil, der Wendekreis, denn der entspricht schon gefühlt so ein bisschen im LKW, also liebe Renault-Leute, da müsste ein kleinerer Wendekreis drin sein. Da muss man öfter nochmal umsetzen, wo man mit anderen Autos rumkommt. Würde ich denken, da sollte man nochmal ein bisschen nachlegen, wenn denn die Möglichkeit besteht. Wir haben eine standfeste Bremsanlage, die auch einen guten Druckpunkt bietet. Die Kupplung arbeitet einwandfrei, ist auch leichtgängig mit einem gut zu findenden Druckpunkt zum Einkuppeln. Das 5-Gang-Schaltgetriebe leichtgängig. Naja, hakt mal hier und da so ganz leicht, aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, das kann einfach auch auf die Nutzung zu Händen kommen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, was mir öfter auffällt von der Akustik, die man so mitbekommt, dass durchaus ein bisschen immer wieder so Antriebswellen jaulen oder so. Das hat man bei Renault anscheinend des Öfteren mal, dass man so ein bisschen jaulendes Getriebe oder ähnliches hört. Wer da, sage ich jetzt mal, wirklich sehr empfindlich ist auf Geräusche, der sollte halt vorher, wenn er so ein Auto kauft, gebraucht vor allem, durchaus nochmal schauen, ob er damit auch klarkommt. Ich denke, dass die meisten von euch da überhaupt keine Probleme mit haben werden, denn das ist wirklich was, wenn man halt eben jetzt vom, so wie ich, öfter da auf solche Sachen achtet, dann fährt man auch mal öfter ohne Radioanlage, die hier wirklich gut ist und das ist eine Standard-Radioanlage, dann würde ich mal sagen, könnte es stören sein. Wir sind am Ende angekommen von diesem Video zum Renault Captur TCE 100 Experience. Mir gefällt er richtig gut, vor allem optisch. Das neue Design, was Renault hier adaptiert hat auf dem Captur, sorgt dafür, dass der Wagen wirklich sehr frisch wirkt, dynamisch wirkt, auch sogar jugendlich endlich mal. Und somit sollte vielleicht auch tatsächlich die Käuferklientel etwas jünger werden können, was ich Renault hier wünschen würde, denn so distanziert man sich auch deutlicher vom eher, naja, sage ich, biederen Dacia Duster, der wirklich für die Leute unter euch ist, die einfach nochmal ja, geringere Bedürfnisse ans Auto haben und einfach auch nur schlichter vom A nach B kommen wollen. Hier habt ihr einfach nochmal so ein bisschen diesen französischen Schick, der hier mit reingekommen ist. Praktikabilität wird hochgeschrieben mit dem gut zugänglichen Kofferraum, mit der Größe, mit der Variabilität durch die verschiebbare Rücksitzbank. Wir haben gute Platzverhältnisse vorne wie hinten. Der TCE 100 Motor, den ich am Anfang dachte von den Papierwerten, den braucht man gleich aus dem Kopf streichen. Das könnt ihr vergessen, der Motor macht wirklich eine richtig gute Figur. Verbrauchsvideo, vergesst da mal nicht reinzuschauen. Da haben wir den Wagen ja auf unsere Verbrauchsrunde gesteckt. Im Drittelmix jetzt hier über meinen gesamten Testzeitraum liege ich bei ganz knapp über 6 Litern. Das finde ich sehr ordentlich für so ein Fahrzeug. Hier 1,3 Tonnen schwer. Und preislich geht es los für die Experience-Variante mit dem TCE 100 bei 19.500 Euro. Unser Testwagen, so wie er da steht, eben nicht voll ausgestattet. Danke Renault übrigens, dass ihr mir immer durchaus mal solche Fahrzeuge hinstellt, die nicht immer nur die Vollausstattung bieten. So kann man euch da draußen auch mal ein schöneres Bild zeichnen, finde ich. Und hier steht der Wagen dann für 22.380 Euro Listenpreis inklusive 19% Mehrwertsteuer. Das hat sich ja jetzt noch ein bisschen verändert hier für Ende 2020. Aber ihr bekommt da echt ein tolles Auto. Jetzt ist aber die Frage, viel mehr interessiert mich natürlich, was ihr sagt. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, wie euch der Renault Captur gefällt. Vor allem, wie seht ihr den Schritt vom Captur 1 zum Captur 2? Ich finde, das ist ein riesiger Schritt, der da vollzogen wird. Und Renault hat es endlich geschafft, jetzt in der Neuzeit anzukommen und ist jetzt auch wieder wettbewerbsfähig. Bin ich wettbewerbsfähig? Das entscheidet ihr mit eurem Daumen. Nach oben oder nach unten. Abonniert gerne den Kanal, teilt das Video und schaut auch einfach mal in das Verbrauchsvideo rein zum Renault Captur. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und Servus.
Euer Ubi.